TV Vorarlberg. Aktuell. Eine Frage, die immer wieder gerne gestellt, aber gar nicht so einfach zu beantworten ist, lautet: Kann man denn den Wirtschaftsstandort und den Lebensraum Vorarlberg unter einen Hut bringen? Ja, man kann, beispielsweise durch einen exakten Spagat zwischen den Interessen. Wie dies konkret funktioniert und welche Lösungsvorschläge hier den Ausschlag geben, erfahren Sie jetzt. Denn aus diesem Grund melden wir uns heute direkt vom Vorarlberger Impulsforum 2017 hier aus dem Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit dem Gastgeber des Forums Dieter Bitschnau und der Zielsetzung dieses heutigen Symposiums. Ja, wir stehen vor der Situation, dass sich der Konflikt, was den Nutzen von Boden und Raum, sich zunehmend steigert. Also wer hat Anspruch, die Landwirtschaft, die Wirtschaft, die Freiräume, die Wohnungs-, der Siedlungsbereich. Und da stößt jetzt die Raumplanung, wie sie sich jetzt darstellt, einfach an ihre Grenzen. Also es braucht hier einen Prozess für ein neues gemeinsames Raumverständnis. Das ist der eine Grund, warum wir hier neue Lösungsmöglichkeiten suchen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Situation auch, dass die Akzeptanz von der Bevölkerung bei Infrastrukturprojekten zunehmend sinkt. Das heißt, alles, was das persönliche Lebensumfeld beeinträchtigt, das wird in Frage gestellt. Jeder möchte zwar erneuerbare Energie, aber niemand möchte die Stromtrasse quasi hinter seinem Haus vorbeilaufen. Und hier aus diesem Dilemma braucht es neue Kommunikationsformen und partizipative Prozesse, und das ist der Grund für das Impulsforum. Deswegen ist also das Impulsforum beschäftigt sich halt mit brisanten Themen, die genau da verschiedene Lösungsvorschläge und kontroversielle Standpunkte auf die Bühne bringen sollen. Und genau dieses brisante Thema ist und war immer allgegenwärtig. Beispielsweise bei der Volksabstimmung zur Quartiersentwicklung, wie in Götzis anlässlich der Garnmarkterweiterung. Oder beim gerichtlichen Tauziehen bezüglich der Infrastrukturvorhaben zur sogenannten Tunnelspinne in Feldkirch. Dies sind Beispiele der jüngsten Vergangenheit, die verdeutlichen, der Interessenskonflikt zwischen Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Lebensraum Vorarlberg wird immer spürbarer. Gut, die Wirtschaft ist die Basis für gutes Leben in dem Land, und wir haben ein überschaubares, relativ kleines Land mit bescheideneren Ressourcen als andere und müssen darauf aufpassen. Unser Interesse ist, dass wir hier in den Ausgleich kommen, ins Gespräch, in den Dialog als Wirtschaftskammer mit dem Land, mit den Naturschutzebenen, mit verschiedenen Interessensebenen, und da gute Lösungen und ein gemeinsames Bild für die Zukunft zu zeichnen. Und eben das entspricht auch der Realität, wobei jede Medaille eine Kehrseite hat. Bürger beispielsweise, die sich zunehmend gegen Veränderungen und mögliche Einschnitte in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld wehren, zurückzuführen auf Projekte, die meistens an Fehlern in der Kommunikation scheitern. Daher muss die systematische Planung der Kommunikation ein fester Bestandteil des Projektmanagements sein. So der Gastreferent, seines Zeichens Leiter des Instituts für Kommunikation an der Universität Hohenheim. Projekte haben ja immer eine technische Seite, sie haben eine juristische Seite und sie haben auch eine finanzielle Seite. Aber es geht auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung, und die kann nur hergestellt werden durch einen Dialog, durch ein Gespräch. Deswegen ist Kommunikation so wichtig, und zwar nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern von Anfang an, von den ersten Planungen. Was sind die Ziele eines Projektes, was ist der Nutzen und an welchen Stellen können die Bürgerinnen und Bürger mitreden? Bis zum Ende des Projektes, wenn der Bau ausgeführt wird, da sind es dann die Anwohner, es ist die Baustellen, Begehungen beispielsweise und dann am Ende natürlich die Einweihungsfeier. Überall spielt Kommunikation eine Rolle, deswegen muss man die auch systematisch planen. Und dies belegt einmal mehr, dass Akzeptanz nur durch Beteiligung funktionieren kann. Dass dabei neue Formen der Partizipation Erfolg versprechen, zeigt sich am Beispiel des Vorarlberger Büros für Zukunftsfragen, welches sich seit Jahren mit der intensiven Bürgerbeteiligung auseinandersetzt. Was aber ist Partizipation? Das Allheilmittel schlechthin oder doch ein Irrweg?
Naja, Partizipation ist eigentlich eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Wir leben auf begrenztem Raum mit immer mehr Menschen, mit immer mehr verschiedenen Interessen. Und das Kunststück besteht darin, diese Interessen zu harmonisieren. Und eine Möglichkeit dazu ist die institutionalisierte Politik, zum Beispiel über Parteien und Parlamente. Aber das alleine genügt noch nicht. Es braucht noch mehr Möglichkeiten, wo eben unterschiedliche Standpunkte gehört und eingebracht werden können. Und hier spielt Partizipation ganz eine wesentliche Rolle. Und genau dadurch entstehen mit dem Partizipationsgedanken auch neue Herausforderungen für das Land Vorarlberg. Partizipation bedeutet, den Bürger frühzeitig einzubinden, die Informationen weiterzugeben. Der mündige Bürger kann damit umgehen und er soll es auch, er soll sich beteiligen, weil für mich die Entscheidungen nachher, die Politik zu treffen hat, wahrscheinlich einfacher werden. Ja, im Hinblick auf unsere Aufgaben für die Zukunft in Vorarlberg wird uns Bürgerbeteiligung weiterbringen. Ist also Partizipation tatsächlich das Erfolgsrezept? Auf jeden Fall ist es positiv, die Bürgerinnen und Bürger eben ganz im Zeichen der Partizipation in wichtige politische Entscheidungen und Handlungsprozesse mit einzubeziehen, um so den Lebensraum auch weiterhin aktiv und lebendig zu halten. Und eines sollte man dabei nicht vergessen: Nur wer sich wirklich einmischt, hat auch die Chance, realistisch zu sein. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und jetzt gleich zu den aktuellen Meldungen des Tages. Ein 13-jähriger Bub hat gestern im Wald Bad Feldkirch einem 7-Jährigen das Leben gerettet. Der Lebensretter bemerkte, wie ein regungsloses Kind im Wasser trieb und zog diesen heraus. Sofort begann der Bademeister mit der Reanimation. Bis zum Eintreffen der Rettung atmete der 7-Jährige wieder und war ansprechbar. Die Kosten für Nachhilfe in Vorarlberg sind zum ersten Mal seit Jahren unter dem Österreichschnitt. Das zeigt eine heute veröffentlichte IFES-Studie. In Vorarlberg liegen die Gesamtkosten bei 690 Euro, während sie in Österreich 710 Euro betragen. Die niedrigen Kosten ergeben sich aus der verbesserten schulischen Nachmittagsbetreuung. Jeder sechste Vorarlberger Schüler braucht Nachhilfe. Das Stadtmarketing und Tourismus Hohenems hat eine neue Leiterin. Andrea Ruckendorfer übernimmt das Ruder von Klaus Gasser. Die gebürtige Oberösterreicherin Ruckendorfer war zuletzt im Tourismus der Alpenregion Bludenz tätig. Die Stadt Hohenems will sich zukünftig verstärkt der touristischen Entwicklung und dem Eventmanagement widmen. Das Vorarlberger Unternehmen Vorarlberg Milch hat das Jahr 2016 mit einem Gewinn von knapp 530.000 abgeschlossen. 75% des Absatzes fand im Inland statt. Für das Jahr 2017 sind Investitionen von 1,7 Millionen Euro geplant. Soweit die Informationen aus erster Hand, direkt hier live vom Impulsforum 2017 Vorarlberg. Es folgt der ausführliche Wetterbericht und ich verabschiede mich wie immer im Namen von Redaktion und Technik und wünsche weiterhin gute Unterhaltung hier in Ihrem Programm RTV Vorarlberg. RTV Vorarlberg. Aktuell. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Exacting, die Immobilienexperten im Dreiländereck. Der heutige Donnerstag verläuft unbeständig. Neben dichteren Wolkenfeldern, gewittrigen Schauern, sonnigen Abschnitten bleibt es im Rheintal schwülwarm, mit Werten bis zu 26 Grad. Zum Freitag hin zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Am Vormittag überwiegt der Sonnenschein und am Nachmittag bilden sich wieder größere Quellwolken. Sie sorgen im Gebirge für Wärmegewitter. Die Temperaturen bleiben frühsommerlich. Der Samstag startet verbreitet sonnig mit nur wenig Wolken. Am Mittag bilden sich aber größere Quellwolken, welche am Abend für teils kräftige Wärmegewitter mit Sturm und Hagel sorgen können. Die Temperaturen bleiben frühsommerlich um die 23 bis 26 Grad im Rheintal. Der Pfingstmontag dürfte aus heutiger Sicht trüb und nass verlaufen.
Am Nachmittag und am Abend kann es mit Aufzug einer Kaltfront zu kräftigen Niederschlägen kommen. Es muss mit lokalen Hochwassern oder gar Murengängen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht zum Montag auf rund 2000 Meter ab. Der Pfingstsonntag dürfte aus heutiger Sicht trüb und nass verlaufen. Am Nachmittag und am Abend kann es mit dem Aufzug einer Kaltfront zu kräftigen Niederschlägen kommen. Es muss mit lokalen Hochwassern oder gar Murengängen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht zum Montag auf rund 2000 Meter ab. Der Pfingstmontag startet mit letztenteils kräftigen Niederschlägen, die am Mittag abklingen. Am Nachmittag wechseln sich Wolken, lokale Schauer mit sonnigen Abschnitten ab. Gegenüber den Vortagen kühlt es merklich ab. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von wettering.at.